Ah, Leute! Hey, Pokémon, du kommst in der neuen Folge. Die zweite Folge. Vielleicht sieht man's. Ich habe eigentlich schon nicht gespielt. Oh, das regt mich gerade so auf. Ich saß in dem einen Level hier, ich kann mal kurz zeigen, in dem Level saß ich die ganze Zeit fest. Für, weiß nicht, vielleicht 20 Minuten oder so, hab das alles aufgenommen. Und als ich das dann durchgemacht habe, wollte ich kurz gucken, okay, wie viel muss ich wegschneiden, wie lange kann ich noch aufnehmen. Da habe ich bemerkt, scheiße! OBS war mal wieder zu behindert, mein Mikrofon aufzunehmen. Oh! Ja, jetzt darf ich so tun, als wüsste ich alles hier nicht. Jetzt wäre das alles blind. Tut mir leid, Leute, dafür. Aber zumindest kann ich jetzt ein wenig skillen und weiß, was ich machen muss. Und ja, bitte wundert euch nicht. Okay, ich bin behindert, das kommt nicht mehr vor. Okay, sorry. So, das nächste Level war aber verschneite Pisten. Und du, da wird man sofort, man hat nur 80 Sekunden Zeit. Und ich habe auch bemerkt, dass man die irgendwie auch erwischen kann. Wenn man die dann erwischt, dann kriegt man von den Münzen, also irgendwie die bei den Vögeln. Aber bei Vögeln ist das ja mega einfach irgendwie. Also nicht so mega einfach, aber einfacher. So, ich werde mich jetzt durchskillen, wenn ich irgendwas erzähle oder so. Weil wie gesagt, ich kenne das ja jetzt leider alles schon. Ist blöd gelaufen, aber kann man jetzt auch nichts ändern. Wenn ihr drüber voicen über das Gameplay, habe ich jetzt auch keinen Bock, ehrlich. Das ist lame. Das will man nicht. Ich habe auch ein Video was erzählt, zum Beispiel, dass ich heute, dass die Folge, diese Folge nicht nur jetzt deshalb später kommt, sondern allgemein später kommt. Nicht nur gerade wegen dem Fail, sondern hui. Bam. Und hier kann man auch gerade bei raufspringen, kriegt man ein paar Münzen. Nee, ich wollte, dachte mir so, okay, komm, spiele ich heute mal so circa, ja, sagen wir 11 Uhr auf. Und dann nicht auch noch so, ja, gucken wir so wieder auf die Uhr, nachdem ich geschlafen habe. Oh, es ist 14 Uhr. Jetzt gerade, wo ich es aufnehme, ist halt schon 16 Uhr, Alter. Und das regt mich gerade so auf, dass ich jetzt alles wieder neu machen muss. Oh, Mann. Das ist halt so unnötig und lame. Aber ich kann euch sagen, das Power-Up, was wir gerade haben, das müssen wir auf jeden Fall fürs nächste Level behalten. Das ist ganz wichtig. So, und ich werde nochmal alles machen. Hoffentlich finde ich auch alles. Ich hoffe, ich finde jetzt auch alles auf dem Handy. Wenn nicht, dann tut es mir wirklich leid. Aber dann jetzt nochmal das alles zu finden. Aber ich habe doch schon alles, oder nicht? Die ersten beiden habe ich schon gefunden, oder nicht? Ich glaube schon. Müsste zumindest so sein. Ja, komm, die Zeit juckt mich nicht. Ich weiß ja, wie das Level ungefähr abläuft. Zack. Ich werde auch ab jetzt wieder ein wenig voraufnehmen. Ist ein wenig entspannter für mich, glaube ich, dann auch. So, das ist ein wenig schwierig, weil man da rutscht. Ich bin da einmal gestorben sogar. Weil ich einfach hier nach vorne gegangen bin. Und zack. Kriegen wir einen One-Up für. Okay. Ja, also wie gesagt, falls ich jetzt wirklich was übersehen sollte von den Sternen, dann, ja, tut's mir leid. Aber ich glaube, dann werde ich es aber auch nicht wieder nachholen, weil, ja. Oh nein, ich merke, ich habe das Dings, mein Power-Up verloren. Und dann darf ich gleich wieder zurück ins dritte Level gehen, das wiederholen. Oh nee. Aber komm, das war aber auch eine schwierige Stelle. So, das sollte das letzte gewesen sein. Ah nee, warte, das war der zweite und jetzt kommt der letzte gleich. Wenn man es leiden will. Zack, genau so war das Level. Hier, oh nein. Aber hier braucht man nicht sein. Denn hier ist das letzte und zack. Und da hab ich's. Und zack, da sterbe ich. Oh, aber ihr wisst ja, wo es ist. Ihr habt's schon eingesammelt. Denn ist auch das Ende des Levels. Oh nee. Ja, wie gesagt, ich hab's ja schon alles eingesammelt. Ich gehe jetzt einfach nicht drauf ein. Ich hab's ja jetzt schon. Ja, ich bin nicht schlecht gelaunt vielleicht, kann man vielleicht so sagen. Aber außer dieses Level habe ich schon das nächste Level geschafft, was das Endlevel ist sogar. Also werde ich gleich noch, ich werde es auch gleich noch mal erzählen. Zack. Drum, zack. Drum, zack. Money. Ich habe auch voll dieses Cash bekommen, aber... ja. I don't care. Habt ihr gesehen? Da habe ich von dem Coins bekommen. Hier gibt es ein paar unsichtbare Coins. Ich spawn aber erst nach einer Minute lang, Alter.
Und dann war's das. Jetzt hat's endlich mal aufgenommen. Yeah! Woo! Glückwunsch, hab's geschafft, Mann. Episch, yeah. Ja, zumindest können wir diesmal aber, können wir dafür aber dann in dieser Folge mehr schaffen. So, das nächste Level ist dann 1b. Die Flut kommt. Dieses Level ist sehr, sehr nervig. Ich kann es schon fast auswendig. Oh, wartet, wartet. Wir sehen uns gleich wieder, weil ich muss kurz das Item noch machen, wovon ich geredet habe. Also ja, wie gesagt, dieses Level ist verdammt nervig. Und ich werde euch jetzt mal ein wenig über das Level erzählen. Das ist nämlich ein nerviges Level. Es hat sogar ein, zwei Bugs, glaube ich. Und werdet auch gleich sehen, warum ich das brauche. Also hier, das habe ich gar nicht gesehen am Anfang. Hier gibt es nochmal einen Stern zum Sammeln. Wow. Ich habe es verloren, wäre ich so ausgerastet, Alter. So, dann geht er natürlich ganz normal weiter. Hier kann man nur ganz schwer rauf. Und dann hat man hier gemerkt, hui, hier gibt es noch ein Item. Bam. Cool, ganz cool bisher. Noch ein Checkpoint, okay. Ein Vogel, ja, habe ich leider nicht erwischt. So, und hier gibt es dieses Random, diese Random Box. Oh, als ob wir jetzt das Item bekommen haben. Das ist so selten, das Item, was ich gerade habe, zu bekommen. Es gibt unter anderem da auch die Zeit, was wir schon gesehen haben. Aber auch ein neues Item, sogar Magnet. Das ist wie bei Subway Surfers, könnte man sagen. Zumindest habe ich so bemerkt. Hier kann man, es gibt so einen Bug, dass man irgendwie hier, dass es hier so nicht richtig geht. Und dann wird man da manchmal so rausgeschmissen einfach. Das hackt mich so ab. Also da wird halt, hier springt man einfach weiter. Und dann ist man tot. Das ist so nervig manchmal. Na egal. Auf jeden Fall ist es halt wie bei Subway Surfers, könnte man sagen, dieses Magnet-Item. Und hierfür brauchen wir das. Ja, es kommt gerade so viel, ich muss mir mal beeilen, weil die Flut unten kommt. Das ist so wie Lava, das steigt nach oben, aber wir können nicht schwimmen, wir haben eine Schwimmphobie oder so. Und ja, Donkey Kong kennt das. Ich erinnere mich an Donkey Kong Country Returns, hatte das mal kurz Zeit. Aber okay, so, bevor ich aber jetzt noch hingehe, wir haben noch genug Zeit, ne? Oder? Nein, aber nicht. Egal. So, ich kann nicht reden. Egal, jetzt kommt ein Bosskampf. Verdammt, jetzt kommt die Cutscene nicht, wo man ihn sieht. Es tut mir so leid, Leute. Normalerweise kommt so eine Cutscene, wie das Gift Garados, das so viel Smogons gefressen hat, hier rauskommt. Oh, das ist gerade immer so nervig. Aber ich weiß, was ich machen muss. Zack. Aber sieht man ja auch, dass er oben so ein Pflaster hat. Die Musik ist hier ein wenig leise, warum auch immer. Irgendwas falsch eingestellt mit der Musik. Jetzt können wir die Musik ein wenig lauter machen. Rufst mich an. Ja, es tut mir wirklich, wirklich leid. Das ist so ärgerlich. Aber ich hoffe, das stört jetzt nicht viel. Also ich hoffe, das stört jetzt nicht, dass es trotzdem irgendwie nicht gut ist oder so. Trotzdem gut ist. Ach, was? Kann ich reden. Ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, das stört nicht, dass das Video so schlecht ist oder so. Könnt natürlich jetzt das ganze Spiel nochmal neu machen, aber. Also nochmal die ersten drei Level komplett neu durchspielen, aber ich hatte. Nee, ich habe nicht so viel Zeit und nee. Da war es mir schon lieber, dass ich das jetzt so mache. Tut mir leid. Wenn es jetzt so schlimm ist, dann. Weiß ich nicht, dann kann man sich bestimmt irgendwo nochmal so ein Video angucken. Es gibt doch bestimmt irgendwelche Leute, die spielen die erste Welt am Video durch. Da kann man die Cutscene nochmal sehen. Aber es war keine besondere Cutscene. Egal. Nicht wichtig. Und hopp. Aber es passiert, denke ich mal, jedem Let's Player mal. Dass auf einmal das nicht richtig aufnimmt. Das ist aber so ärgerlich gewesen. Na, egal. Wir reden jetzt nicht mal darüber. Es fuckt eh schon jeden ab. Ich rede schon über 11 Minuten darüber. Lassen wir's. Lassen wir's. Und gewonnen. Okay, die Katze ist immer noch da. Tot! Bleib da, wo der Pfeffer wächst. Dankeschön. So, weiter habe ich aber noch nicht gespielt, kann ich euch sagen. Der Rest kommt, ist jetzt aber blind. Außer natürlich das, was wir jetzt dann nach dem Bosskampf freischalten. Ich habe zwei Achievements freigeschaltet, nämlich so ein Achievement nach dem Bosskampf. Und ein Achievement dafür war, da ich im dritten Level sehr, sehr schnell war, weil ich habe es ja ganz schnell durchgemacht. Dann bin über alles gesprungen und geflogen, oh yeah. Da da down, skibadam bam bam, bam 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 bam. Und dann habe ich das hier freigeschaltet, das Bild.
Yeah, wir haben den Drachen besiegt. Nice. Ja, und das war das hier. Ich kann mir sich das Bild nochmal angucken. Ja. Okay, gut. Ich hoffe, das war's mit der, also mit der Erklärung. Nicht mit der Folge, nein, keine Angst. So, die restliche Folge. Jetzt haben wir ungefähr die Hälfte darüber geredet, dass ich schon durch hatte. Aber naja, so, jetzt kriegen wir. Wir können schon in die zweite Welt, wie man sieht. Hier. Können wir schon in die zweite Welt, aber wir machen erstmal das Speziallevel von Welt 1, was ein wilder Ritt ist. Oh Mann, ich kriege jetzt schon Angst. Nur 100 Sekunden, was ist los? Wow. Ich bitte mit der Kamera los, hallo? Hallo, ich sehe nichts, wo bin ich? Wow. Alter, was ist denn los hier? Was ist denn ein Hardcore-Level hier? Hier. Skr. Sorry. Okay, da oben geht's nichts. Wow. Ey, was? Alter, das verarscht mich ja alles hier. Warte, das war's? Was? Hä? Was ist gerade passiert? Was? Hä? Ich bin komplett verwirrt. Was ist gerade passiert? Okay. Interessantes Level. Was? Egal, wir haben die erste Welt 100% durch. Hier, Stern und Kram 1. Ich bin geil. So, die erste Welt, Leute, haben wir durch. Warte, was? Geheimwelt? Okay. Alter, in der Geheimwelt gibt es ja 12 Sachen. Aber naja, wir machen jetzt erstmal mit Welt 2 weiter. Oh, ich hasse dieses Navigationssystem. Wenn ich hier auf eine Welt klicke, will ich aber im ersten Level landen. Nicht sofort beim letzten. Das ist so der Nerv. Das ist so nervig, ehrlich. Egal, wir fangen jetzt an mit Level 2.1. Pyramidenplünderer. Ach, das ist doch so klar, dass das erste Level natürlich hier wieder Pyramide und Höchst ist. Hä? Wie schaut sich das? Hallo? Hallo? Hä? Okay? Oh ne, geht alles schief. Ich kriege die ganze Discord-Nachrichten, aber ich ignoriere es jetzt erstmal. Gibt es irgendwas Secret-haftes hier irgendwo? Muss doch irgendwas Secret-haftes geben, eigentlich. Was ist das für ein Musik? In der Wüste. What is happening here? Aber hier wäre doch ein gutes Versteck für... Ui. Okay. Ein gutes Versteck für einen Stern, finde ich. Naja, egal. Warum nicht? Dann halt nicht. Warum nicht? Ich wollte sagen, dann halt nicht. Ui. Haben wir hier gefunden. Eine geheime, mystische Pyramide erkunden wir jetzt. Was erinnert mich ein wenig an dieses eine... Super Mario 3D Land Level. Was so Zelda aufgebaut hat. Alter, das ändert mich voll daran. Das ist ja voll das. Lol. Was? Oh, lol. Das sind wie die Knochen trocken, Alter. Okay, was ist hier los? Was geht hier ab? Zack. Und boom. Kriegen wir noch eine Feuerblume? Okay, links oder rechts? Ich würde sagen, wir gehen links rein. Wow. Oh, den kann ich gar nicht killen. Ah, nein. Das ist doch voll von dem Level abgeguckt. Aber wirklich. Ah, okay. Es gibt keinen Feuerblumen-Power-Up. Aber so geht das an. Okay. Leider habe ich jetzt aber nichts zum... Warte, was ist hier los? Ah, hier ist ein kleines Rätsel. Hier. Zack. Zack. Ui. Feuer und Flamme. Und dann natürlich gibt es hier das erste. Was? Kein Power-Up? Willst du mich eigentlich irgendwie komplett verachsen? Verachsen, Alter. Okay, gibt es zumindest einen Checkpoint, immerhin. Wow. Okay, nochmal so ein Rätsel. Oh, first try, nice. Warte,
was bist du denn? Oh nein, es ist so ein Zyklop aus den Zelda-Spielen. So ein Augenzyklop, oh nein. Aber die sind hier richtig langsam und schwach und können nichts, immerhin. Aber bisher mag ich das Level sogar. Finde ich wirklich cool. Da war wieder ein Checkpoint gespawnt. Schieß da rein. Oder warte, mach hier mal. Ja, genau. Und dann mach ich. Genau. Oh Leute, das ging wirklich. Oh, wie ich darauf gekommen bin, Alter. Aber echt cool. Echt cool. Die zweite Welt fängt schon mal ziemlich cool an, würde ich sagen. Run. Wow. Nicht sterben, Checkpoint. Okay. Oh yeah. What? Oh, die ist happening. Müssten da lang, glaube ich. Dann, let's go! Treff halt das Loch! Nicht falsch verstehen. Oh Mann. Jetzt aber! Hier ist aber! Was? Okay. Muss ich jetzt verstehen? Egal, wir haben alles. Wir können ab ins Ziel. Na gut, da war aber ein Checkpoint. Alles gut. Da war doch ein Checkpoint, oder? Ja, direkt hier, wollte schon sagen, ne? Hä? Da war doch einer. Aber das war schon echt fies, wenn man hier direkt stirbt. Woher soll ich das denn sehen? Ach Mann. Oh Mann. Oh, da kann man rausspringen. Oh nee. Na egal. Hilfe! Oh, das war's. Naja, cooles Level. Geschafft. Das war easy first try. Nice. Na gut, ich bin einmal gestorben, aber das zählte nicht. Das fand ich unfair. Okay, wir haben schon 19 Minuten lang die Folge, aber extra für euch mache ich nochmal was. Komm, dann schaffen wir zumindest viel in dieser Folge. 2-2! Es geht rund. Und ich kann schon wieder nicht starten. Hä? Was ist los hier? Ich verstehe es nicht. Wie backt das Spiel manchmal rum? Warten wir mal. Ja. Kann mir bitte jemand sagen, was hier los ist? Wow, nein, nicht Aufnahme stoppen. Hilfe. Ich wollte mal gerade mein Steam sehen. Ach, mir ist auch egal. Hallo! Hä? Wieso denn? Soll ich hier erstmal nachgucken? Oh wow, schön, coole neue Level. Ist mir auch egal, mach hier erstmal. Jetzt will ich spielen. Wie kann man doch... Hallo! Wo geht es nicht? Naja Leute, wir werden auf jeden Fall ab der nächsten... Oh, jetzt lag alles, jetzt kann ich nicht mehr machen. Ich kann nirgends draufklicken. Hallo? Okay, da hat das Spiel irgendwie komische Bugs, aber ja, jetzt sehe ich schon, es dauert viel zu lange, bis es irgendwann lädt. Deshalb würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge die zweite Welt weiter. Wenn die vielleicht sogar beenden in der nächsten Folge, wahrscheinlich eher nicht, aber werden bestimmt zum Ende kommen. Ich kann nichts mehr machen, von daher haut rein, Leute. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.